So. Willkommen zu dem letzten Part unserer unglaublich erfolgreichen Spieleserie. Ja, genau. Splatterhouse 3. Und diesmal hab ich was zu essen. Da bist du nicht der Einzige. Ja, aber wir dürfen nicht die ganze Zeit essen. Nö, aber ich hab trotzdem was hier stehen für den Fall der Fälle. Ja, ich hab auch 3 Packungen Tortilla-Chips gekauft. Okay, das ist ein bisschen Overkill. Ja, eigentlich hab ich gedacht, das sind 1500 Gramm. Das wäre cool gewesen. Okay. Aber gut, wir haben einen wunderschönen Mond, der irgendwie was von Totenkopf hat, also drin, meiner Meinung nach. Ja, der verdunkelt sich vor allem. Ja, das ist doch egal. Ah, ja. Epilepsie mal wieder. Das ist auch mal gut. Man kann nie genug Epilepsie haben. Gib mir mehr! Oh, jetzt. Was? Jetzt geht der ganze Schriftzug nochmal durch? Nur ein bisschen tiefer? Ah. Das sieht fast so aus. Sehr dubios. Aber immerhin sehen wir schon mal Rick. Er hat mal sein Outfit gewechselt. Und die Maske hat sich ein wenig geändert. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ein klein wenig. Also ich mochte ja noch die Maske aus Vampaku Graffiti. Ja, genau. Das war sowieso die beste Maske ever. Ja. Hui. Dieses Mal kann ich dir allerdings leider keine wirkliche Walkthrough-Hilfe sein, denn ich habe keinen Walkthrough gefunden, der wirklich gut ist. Na, ich weiß nur, dass wir eine Karte haben und dann schnellstmöglich dahin sollen. Oh, genau. Oh, wir sollten es auf Easy spielen. Das geht? Ja. Cool. Ich dachte, das fängt schon wieder mit Normal an und steigert sich dann nur. Ne, ich weiß nicht, sollen wir jetzt auf Easy spielen oder Normal wie bei den anderen? Ah, da würde ich ja schon fast sagen Normal. Ja, ich auch. Nehmen wir mal. Okay, das ist A, das ist B, das ist C, okay. Aber es gibt auch wieder den Game Master. Ja, vielleicht machen wir davon auch nochmal so eine schöne Episode. Das wäre gar nicht so viel. So, dann sprich du nochmal die Maske. If you wander aimlessly, you will surely fail in your quest. After completing the room, press a start button to reveal the map. Was für ein Start button, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, und wie? Wenn dann die Maske sowas erklärt, ist das schon sehr komisch. Gather the power stones and save them for emergencies. The power of the stones can be revealed with the A button. Was für ein A-Knopf! Once your flesh will expand with a third of power. Na gut, sobald ich den A-Knopf gefunden habe. Das ist der vor dem B-Knopf. Ich habe hier aber nur 4, 3, 1 und 2. Das ist ungünstig. Ja, aber ich weiß zum Glück, wo ich was hingelegt habe. Ja. Okay. Hui, hui. Okay, wir sind da und wir wollen nach da oben. Njam, 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 njam. Okay. Ja. Warte mal. Okay. Fast way, right, right, up, right, up, up, right, down, up, up, right. Genau. Jennifer covers in hiding, avoiding capture from the monster. Monster! Ui, mein. What's in my pocket? Fast, ne? Genau. Ah, Spinkig! Aber bei mir ist das jetzt B und nicht C, aber egal. Hey, geh da durch, danke. Macht nichts, was ich kann, kann ich. Genau. Hui! Ja, ja, ja. Funktioniert doch primär. Ja. Bin total begeistert. Genau, für so eine Situation ist das eigentlich relativ ideal. Ja, aber da krieg ich natürlich wieder nicht hin, kennst mich doch. Ja, natürlich. In wichtigen Situationen sollte man sowas auch auf keinen Fall können, das ist doch langweilig sonst.
Was zum Teufel? Ui, ui, ui. Oh mein Gott! Du möchtest übrigens so schnell wie möglich ins nächste Level, heißt's. Das Spiel hat mir gar nichts zu verbieten. Oder zu sagen. Nicht mal ein Walkthrough. So bin ich. Da, ja. Weiter nach oben. Viecher. Also ich sollte das mit dem Spin-Kick nochmal üben, dann geht das auf alle Fälle besser. Ja, die Möglichkeit besteht. Ja. Ich sollte mit Control-Stick spielen, dann geht das besser. Mit dem Steuerkreuz kriegt das nicht so gut hin. Na ja, ihr könnt mich mal schlecken. Ja, genau. Ja, die erinnern mich jetzt aber an den ersten Endboss aus Teil 2. Ja, das stimmt. Theoretisch kannst du dich jetzt schon verwandeln. Ja, könnte ich wohl tun. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber du könntest es theoretisch. Mit dem anderen Knopf, den ich hier noch drauf habe. Oh, möglich. Es gibt wohl keinen Slidekick mehr. Ach, wer braucht schon einen Slidekick? Stimmt, hast ja einen Spin-Kick. Außerdem habe ich die ersten Teile ohne diesen Scheiß-Kick hinbekommen. Irgendwie, naja, außer zwei. Bei zwei habe ich ihn aber gemeistert, endlich. Ja, damit er bei drei nicht mehr da ist. Tja. Das nennt man dann wohl Schicksal. Ja. Aber immerhin prügel ich mich jetzt mit Spin-Kick total gut durch. Aua. Ja. Eigentlich schon. Okay. So, ich glaube, du hast noch 10 Sekunden. Wofür? Damit du das beste Ende kriegst. Nein! So eine Scheiße. Ach, keine Sorge, hier steht auch beides, ist fast unmöglich. Na toll. Ja, flitschi flitsch. So, lass mich durch. Aber dieses Mal haben wir auch nur 6 Level. Jennifer begins to smell of rot of the grave. Gut, dass ich sie nicht sprechen muss. Ja. Na, aber immerhin sind wir schon mal da. Ja. Okay. Süß. Aua. Na, mal gucken. Na ja, klasse. Kann ich immer noch einen Spin-Kick oder sowas? Nee, du kannst theoretisch was ähnliches, aber das ist wesentlich schwerer, steht nicht im Walkthrough, wie es geht, weil der nicht mehr wusste, wie das geht. Na toll. Und das würde dein ganzes Pow-Meter direkt sofort runterziehen. Okay. Das wäre irgendwas von wegen, du müsstest eine komplette Rundumbewegung machen mit deinem Steuerkreuz bzw. deinem Stick und so. Ja, ich bin am Drehen. Ja, aber jetzt hast du den gepackt, da geht das sowieso nicht mehr. Ach, scheiße. Alter, das ist nervst. Dieses, wo du nochmal so 4 Arme kriegst, die dann in alle Richtungen rausstoßen. Ja, das würde ich gerne können. Ja, wie gesagt, das geht dann nur einmal, dann ist ein komplettes Power-Meter auf jeden Fall runter. Und, ja, keiner wusste hier so wirklich, wie es funktioniert bei GameFAQs. Ah, naja. Gerade noch so eben gewonnen, geht ja auch. Ja, quasi. Jennifer! Rick! Maske! What's this? It's a ballworm. The evil one put them in the bodies of his victims. Oh, noes. Yeah, they devour them from the inside and turn them into mindless monsters. Und dabei dachte ich, die Monster kommen aus Schleim. You have to destroy the giant ballworm to stop it.
Rick, filled with rage, ascends to the second floor. Ja, ich sah auch extrem angepisst aus, ich muss schon sagen. Ja, total, vor allem so die ganze Mimik hinter der Maske war ja total zu sehen, also. Ja. So, hier entscheidet sich, so wie ich das lese, quasi, ob Jennifer lebt, stirbt oder ob sie ein Monster wird. Naja, okay. Allerdings steht hier nicht, wie schnell du dafür sein musst oder so ein Unsinn. Ja, ich spinkicke so schnell ich kann. Wo muss ich überhaupt hin? Unten, unten. Dann gehen wir nach unten. Keine Ahnung. Down left, down left, down, down, right, right. Okay. The barbworm and Jennifer moves under her skin, sending ghastly waves across her flesh. It begins to devour her. Okay! Ich glaube, das sollte so der nette Wink mit dem Zaunfall sein. Gib Gas. Ja. Na, ich will dich nicht packen, ich will dich spin kicken. Also du hast gesagt, ja, es gibt da auch noch nette Kombos, wenn man die Leute gepackt hat. Ach, ich will nicht packen, ich will spin kicken. Ich spin kicke hier mein Leben. Nein, nicht packen, spin kicken. Nicht getroffen werden, spin kicken. Ja. Komm hier einfach nach, da kommt bestimmt noch ein Monster irgendwo hier hinten. Na toll. Komm mir schneller nach! Meine Freundin stirbt! Mach hinne! Das ist jetzt nicht ihr Ernst! Danke! Ja, so läuft das. Yeah, Spin Kick Master! Du hast gesagt, dann down, dann nochmal left? Warte, fast way, down left, down, down, right, right. Okay. Also, runter, links, dann zweimal runter und dann zweimal rechts. Und dann kommst du zum Endboss. Jetzt sterb doch mal, ey. Also, ich bin da. Dann soll ich jetzt left, down, okay. Schneller, Rick! Lauf schneller! Wir haben doch keine Zeit! Ui! Waffe! Der braucht schon Taktik, wenn ich blöd drauf rumkloppen kann. Genau. Er braucht Taktik, wenn er ein Hackebein hat. Okay, down, right, right, ja genau. Das kann doch hin, das sieht doch gut aus. Ja, komm her, ich hacke! Wow. Ui, die haben sogar eine eigene Todesanimation, so finde ich gut. Ja, so gehört sich das auch. Ja, für ein Splatterhaus sowieso. Ja, absolut. Weiter. Und hier machen wir eine kurze Pause. Bis gleich.